Slipgate Run. Wirklich Slipgate Run? Slipgate Run. Hier unten sind Sachen aufgetaucht. Collectible Items. 8, 3 und 14. Das sehe ich mir noch an, nachdem ich das Ding in der Mitte erobert habe. Da sind Freunde. Achso, das ist der große, okay. Das könnte ich mir noch mitnehmen. Du bist feindlich gesonnen. Okay, ich gehe zu diesem riesen Finger, wollte ich gerade sagen. Das ist ein riesen Roboterarm. Warum ist da ein riesen Roboterarm? Warum ich hinrenne, ist keine Frage, aber warum ist der da? Okay, warum ich hinrenne, ist eine Frage, aber. Dass ich da hinrenne, ist keine Frage. Okay, Datenfragment gesammelt. Gegner markiert. Hier sehe ich auch noch Zeugs. Das könnte doch sehr interessant werden, besonders weil ich auf dem Roboterarm stehe, auf einem riesigen. Und die gegnerischen Viecher greifen mich noch nicht an. Also meine Freunde, die ja gleich mithelfen werden, den da den Platz streitig zu machen. Das ist auch nochmal so ein Snoop. Gerät und der da hat mich jetzt gesehen. Mach ich doch. Schön, dass ihr zuerst angreift. Okay, der Beacon ist jetzt auch meiner. Dann sammle ich immer wieder Schrott ein. Denn der Müll des einen ist der Schatz eines anderen. Und ich laufe jetzt hier auch nur hin, weil ich den Snoop da gesehen habe. Obwohl ich jetzt nicht die ganzen Collectibles, ne? Ich habe sie mir mal markiert und renne da jetzt einfach mal hin. Das große Schiff da werde ich wahrscheinlich später erst finden. Und scanne den Snoop. Ne, ich glaube, ein bisschen näher dran stehen muss. Das werde ich mir auch alles irgendwann mal durchlesen. Um zu erfahren, was hier so abgegangen ist. Das ist schon wieder so ein Bandit Dropship. Sollte ich vielleicht später hier hin und mir das alles angucken? Ich weiß es nicht. Da ist noch einer. Irgendwie juckt mir schon die ganze Zeit jetzt meine Nase. Slipgate Run, Waypoint, Wegpunkt erreicht. Wahrscheinlich gibt es hier die Dinger jetzt zu finden, aber massig. Die ich nicht finde. Da. Meins.
Eins, nein. Das war eins. Eins. Hier oben ist nichts drauf. Ich kann noch mal gucken, ob hier nicht noch irgendwelche Banditen sich verstecken. Oder ob es wirklich nur die vier hier sind. Egal, ist die Zahl schon kleiner geworden? 9 Stück noch. Da sind noch welche. Die mich hoffentlich nicht entdeckt, die haben mich entdeckt. Scheiße. Jetzt haben die anderen mich auch entdeckt. Na toll. Könnt ihr euch nicht gegenseitig kaputt machen? Ja, viel schöner für mich. Nachladen. Danke dafür. Nachladen. Ich glaube, die haben sich gerade gegenseitig erledigt, oder? Oder sie tun's noch. Vielleicht haben die auch noch eine andere Gruppe erledigt. Ich weiß es nicht. Was hilft mir das Ding eigentlich? Die Waffe, wie ich sie brauche, hilft mir das Rotpunktvisier eigentlich nicht, also dieses Holovisier. Okay, du bist doch Gegner, ja? Der ist gerade verschwunden. Der taucht wieder auf. Muss nachladen. Okay, wenn der Punkt in der Mitte da ist, treffe ich ihn anscheinend. Ach nee, doch nicht. Er guckt. Er interpretiert. Da ist noch einer. Was war das denn? Das war ein Hit. Der wird auch noch geschossen und der ist erledigt. Und dann laufe ich da zu dem Beacon hin und ich weiß noch nicht wieso. Wahrscheinlich einfach nur, um ihn zu aktivieren. Da hinten bekämpfen sich noch zwei selber und er ist aktiviert. Wo geht's da denn hin? Achso, das ist hier die Region des Mensch. Gehe ich doch gleich hier mal hin. Was soll der Geiz, wenn ich unter dem großen Schiff da? Und je mehr von diesen Spots ich habe, desto besser. Und je weniger Gegnerkontakt ich habe, umso besser. Also mehr Stationen, desto mehr Roboter habe ich, die mir helfen könnten gegen die anderen. Denn wir sind die Guten.
Ein Dropship Typ Fetti. Von denen. Die mir auch nicht gerade freundlich gesonnen sind. Ich muss an denen vorbei, um zu meiner Basis zu kommen. Oh, guck mal, ein Reader. Ein Snooper, meine ich, den ich scannen kann. Was ist das hier eigentlich für ein Schiff? Treadlight. Okay. Scheinen nur die beiden Leute dazu, die beiden Roboter dazu sein. Radio Trench Waypoint, Wegpunkt erreicht. Da ist noch einer. Und da ist auch noch was. Unüblicher Zylinder. Woher auch immer. Da ist noch einer und. Das war's auch erstmal. Und den Punkt hier muss ich erobern. Ist wirklich keiner mehr sonst, okay? Die drei Schuss waren, vier Schuss waren gut platziert. Einer nicht, aber wollen ja nicht so kleinlich sein. Die anderen kommen zurück. Er ist zuerst in Sicht. Okay, reload. Schießt dir selbst ins Knie. Danke, Typ der Gegnerfraktion. Oder? Okay, ist Freund. Ist Freund. Ach, du nimmst platt, ja, danke. Okay. Da hinten? Von da hinten. Das ergibt mehr Sinn. Okay. Okay, was habe ich jetzt nicht mitgekriegt? Den habe ich noch nicht aktiviert, oder? Okay, ich muss das Reading noch haben.
mich mit denen immer noch gut stellen. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass die Gegner nicht schon wieder da sind. Da hinten leuchtet das Reading. Flackert es um die Ecke. Von da aus. Achso. Relic One, Scan complete. Die Relic One. Okay, abgehakt. Du bist kein Bunker, oder? Das ist ein Bunker, das ist ein Spawn Beacon. Okay, ich gehe doch nochmal zu dem, die Relic. Oder ist das zu weit weg? Ich würde den da die gerne übernehmen und so, damit die nicht mehr so bedrohlich aussehen. Aber das wird wohl leider nichts. Hatte ich den schon? Weiß es nicht. Ich nehme den auf jeden Fall mit. Objekt schon mal gescannt, ja? Was ist das da hinten? Ein Ort, wo ich hin will. Ein Bunker. Gut, dass ich nicht zurückgespawnt bin. Dann kann ich den Bunker hier nochmal einnehmen. Dann habe ich nämlich noch einen Bunker. Und wir wissen ja, Bunker Klunker. Und ich habe hier rechts gerade noch so einen Snooper gesehen. Und natürlich möchte ich alles über diesen Planeten erfahren. Und ihn erkunden. Wissen geht nicht mehr. Super, Datum 39. Neue Zone, Good Valleys. Die lasse ich einfach so benannt, denn das ist ein schöner Name. Was bist du? Auto Turret. Ist mir nicht wohlgesonnen, würde ich es aussehen. Relativ safe kaputt machen.
Ups.